So, und damit herzlich willkommen hier zurück bei PC Building Simulator. Und wie wir es letztes Mal schon gemacht haben, wollen wir auch heute mal wieder einen PC explizit für ein gewisses Spiel nachbauen und gehen da nach den Angaben des Entwicklers, was wir so in einem Rechner hier für mindestens verbauen sollten. Wie letztes Mal auch schon, ist natürlich dieser Rechner auch nochmal mit den ganzen einzelnen Komponenten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir haben auch wieder ein bisschen bei den Specs etwas mehr genommen als hier in dem Fall von Techland, den Entwicklern von Dying Light, angegeben. Denn wir wollten ja schauen, dass auch auf jeden Fall eigentlich alles sehr solide laufen sollte. Ne, wie gesagt, die Specs, die der Entwickler da meistens angibt, sind schon eher am unteren Ende von dem, was man braucht. Und klar, auch mit dem Rechner, den wir jetzt hier haben, wird das nicht 4K 60 Frames laufen, aber man sollte damit auf jeden Fall sehr, sehr viel solider dabei sein als mit dem, was hier Techland angegeben hat. Ich würde sagen, beginnen wir aber erstmal ganz solide und klassisch mit dem Gehäuse. Und heute setzen wir da an der Stelle auf ein Be Quiet Purebase 500DX, einfach weil ich das Case mag. Und es tatsächlich auch ziemlich solide ist für seinen Preis und von seiner Performance her. Das heißt, man hat sowohl hier vorne noch ein bisschen RGB, man hat vorinstallierte Lüfter und zwar an der Zahl direkt 3 Stück hier. Man hat einen ganz okayen Airflow. Er ist nicht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass er class-leading Airflow ist oder sowas, aber ist es für Be Quiet-Verhältnisse ist es ein ziemlich guter Airflow. Und für einen knapp 90-Euro-Case im Moment, so wie es hier vor uns steht in der schwarzen Variante, ist das eigentlich ganz okay. Da kann man schon relativ gut mit leben, prinzipiell. Und da können wir eigentlich auch sehr gut unser System drauf basieren. Da sage ich an der Stelle direkt schon mal, wir sind hier ursprünglich, gehen wir von einem Preis aus bei dem Rechner von ca. 1500 Euro. Das heißt, ja, dieser Rechner ist günstiger als der Halo Infinite PC, den wir letztes Mal gebaut haben. Aber nicht signifikant schlechter tatsächlich, wie ich finde. Der hier ist ziemlich gut gebalanced noch, wie ich sagen würde. Bei dem anderen geben wir schon nochmal ein gutes Stückchen mehr aus. Wir kriegen auch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, hiermit kann man auch ziemlich gut leben schon. Gerade wenn man die Hardware auch bekommt. Denn das ist die Sache. Also ich gehe hier nicht irgendwie von irgendwelchen utopischen GPU-Preisen aus, die man meistens nicht bekommt, sondern das sind hier tatsächlich Preise, wo man die momentan ganz normal kaufen kann. Momentan liegt tatsächlich die Grafikkarte, die wir hier drin haben, bei 750 Euro. Das tut zwar weh für eine 3060 Ti, zu der wir noch gleich kommen werden, aber das ist tatsächlich ein ganz normaler Preis, zu denen die verfügbar sind. Und für einen 1500-Euro-Rechner, finde ich, haben wir da schon noch relativ viel reingequetscht bekommen. Nicht nur jetzt bei der Grafikkarte, sondern insgesamt mussten wir da jetzt nicht auf die schlechtesten Komponenten jeweils setzen. Und konnten tatsächlich sogar noch ein bisschen auf die Ästhetik achten, dass wir ein bisschen schicke RGB-Beleuchtung haben. Aber machen wir direkt mal weiter mit dem Mainboard. Das ist nämlich ein ASRock B550 Pro 4. Das ist jetzt eher Einsteigerklasse, was B550 Boards angeht. Also ist jetzt nicht wirklich das unterste vom untersten Ende der Skala, weil da sind wir, glaube ich, eher so bei 60, 70 Euro knapp, die ja so ein Board kostet. Hier sind wir schon eher bei 100. Also so schlecht bestückt ist das jetzt auch schon mal nicht. Man hat tatsächlich sogar den guten Soundchip, den Realtek AC1200. Das ist erstmal prinzipiell ganz gut. Aber man muss trotzdem ein paar Sachen auf jeden Fall auf der Strecke liegen lassen. Man hat zum Beispiel keine IO-Plate, die vorinstalliert ist. Das heißt, das muss man an der Stelle selbst machen. Wir haben auch nicht unglaublich viele USB-Ports. Sind nur 6 Stück an der Zahl, wovon einer halt USB-C ist. Man hat tatsächlich auch noch einen VGA-Port neben einem HDMI-Port. Das heißt, zum Beispiel hätte man jetzt auch kein Display-Port direkt am Mainboard. Brauchen wir zwar sowieso nicht in unserem Fall, aber wäre auch nicht vorinstalliert. Ne, so ein paar Sachen muss man da leider tatsächlich auf der Strecke liegen lassen. Aber ich finde, insgesamt ist es dann tatsächlich noch ziemlich okay dafür halt, was man letztendlich hat. Also was man letztendlich ausgegeben hat an Geld.
Übrigens, das hier ist auch nur ein ganz normaler 1 Gigabit LAN-Port, das heißt auch nicht irgendwie großartig mehr an der Stelle. Weiter geht's dann mit der CPU und da werden wir einen AMD Ryzen 5 5600X verbauen. Angegeben ist von den Entwicklern tatsächlich für die vorgeschlagenen System Requirements halt erstmal ein AMD Ryzen 5 3600X. Ne, das ist erstmal ihre Mittelklasse da. Komplettes Minimum wäre ein AMD Ryzen 3 2300X. Das heißt, das ist der mit ist keiner mit integrierter Grafikeinheit. Wollte ich gerade Müll erzählen, sorry. Ist noch aus der Generation, wo es noch AMD Ryzen 3s tatsächlich gut verfügbar gab. Heute haben wir sowas nicht, weil, AMD verkauft sowieso gefühlt alles, was sie produzieren können. Deswegen müssen sie gar keinen Ryzen 3 momentan rausbringen. Wirklich. Deswegen haben wir an der Stelle halt einen 5600X drin. Mit dem sind wir auf jeden Fall auch gut dabei, ne? Prinzipiell preislich gibt der sich nicht viel erstmal mit einem 3600X. Trotzdem hat man halt so ein paar kleinere Vorteile. Bisschen bessere Performance. Also sowohl eine höhere Performance pro Takt, als auch insgesamt auch einen etwas effizienteren Betrieb. Das heißt, dafür, was er leistet, ist er ein bisschen stromsparender. Also ist ganz okay. Können wir auf jeden Fall gut mit leben. Weitermachen wir mit dem RAM. Da haben wir in dem Fall tatsächlich auch mindestens 16 GB RAM, die von Entwicklern vorgeschlagen sind. Daran haben wir uns natürlich auch gehalten und haben auch hier ein 16 GB Kit drin, das ist jeweils aus einem 3600 MHz Modul besteht. So, das heißt 2x8 GB und in dem Fall habe ich einfach mal Adata Spectrix genommen, ganz einfach, weil wir letztes Mal schon Corsair hier in so einem Bild hatten und wir wollen nicht einfach nur immer Corsair nehmen. Das hier ist auch schick, wie ich finde. Weiter geht's dann mit dem Netzteil. Das ist in dem Fall ein EVGA G3, müsste es sein, mit 550 Watt. Wir werden mal sehen, ob das Spiel uns hier das Netzteil verwenden lässt, wenn wir übertakten. Prinzipiell reicht das Netzteil durchaus aus in Real Life. Ob das Spiel das genauso sieht, das werden wir dann halt sehen. Denn das haben wir schon öfters gehabt. Das Spiel ist dann manchmal ein bisschen launisch, was die Netzteil-Performance angeht. Oder zum einen, dass das Netzteil halt nach 550 Watt sofort sagt, nö, mehr ist nicht. Das wird man in Real Life im Grunde nie haben. Und zusätzlich überschätzt er meistens halt, was die Hardware tatsächlich an Strom verbraucht. Also da ist er schon sehr, sehr, sehr konservativ mit dem, was er da schätzt. Aber ist erstmal okay, können wir auch gar nichts dran ändern, selbst wenn wir es wollten. Müssen wir erstmal mit leben. Aber ist auch grundsätzlich erstmal ganz okay. Dann installieren wir natürlich hier noch eine SSD und das ist in dem Fall eine sehr, sehr schnelle SSD tatsächlich sogar. Und zwar werden wir hier eine SSD von Patriot installieren, mit der wir auch ziemlich gut leben können. Ist eine PCI Express Gen 3 SSD. Ganz einfach aus dem Grund, da B550 damit sowieso besser klarkommt. Also, hat man nicht wirklich einen Benefit von Gen 4. Und zwar ist das eine Patriot VPN. Huch, eigentlich müsste die... Lässt er uns die ernsthaft immer noch nicht installieren? Ich hab tatsächlich gedacht, ich weiß prinzipiell, ja, wir dürfen hier drunter nichts installieren. Aber dass er uns die auch nicht da unten... Dass er uns die auch nicht da unten installieren lässt. Wir sehen ja prinzipiell, die lässt er uns. Okay, das ergibt wirklich keinen Sinn. Das ist garantiert ein Bug. Weil normalerweise hat man hier die Problematik halt, sobald man hier in dem Fall ein Mainboard hat, was extra einen Kühlkörper für eine M2 hat, können wir keine M2s, die einen vorinstallierten Kühlkörper haben, mehr nutzen. Deswegen müssen wir da eigentlich immer ein Mainboard nutzen, wo wir halt so eine komplett freie Stelle ohne Kühlkörper haben. Aber aus irgendeinem Grund lässt er uns trotzdem genau diese mit Kühlkörper nicht installieren, obwohl die hier und die hier auch einen Kühlkörper haben und die dürfen drauf anscheinend. Ist aber gar nicht so super dramatisch. Zum einen in Real Life könnte man prinzipiell einfach den Kühlkörper von dem einen oder anderen abschrauben und es trotzdem hier drunter tun.
Also entweder den vom Mainboard weglassen oder den von der SSD abschrauben. Oder man installiert es einfach hier hin, weil es geht. Es geht. Glaubt mir, es geht. Und wir installieren auch hier keine Grafikkarte, sodass es irgendwelche Probleme haben könnte. Was man auch mit keiner Grafikkarte hat. Aber trotzdem leben wir einfach mit. Wir installieren jetzt mal die VP4100. Das ist eigentlich ein PCI Express Gen 4. Eine Gen 4 SSD. Macht hier jetzt in dem System eigentlich insofern keinen Sinn. Aber tatsächlich ist sie preislich relativ ähnlich zu der, die wir hier installieren wollten. Zu der VPN 100 mit einem Terabyte. Sprich, könnt ihr theoretisch auch ein Relap nehmen, wenn ihr dieses System nachbauen wollen würdet. Macht keinen großen Unterschied letztendlich. Preislich sowie halt von der Leistung, weil Gen 4 kannst du hier sowieso nicht nutzen. Aber haben wir sie einfach mal eingebaut, ist okay. Ist okay, kommen wir mit klar, Spiel. Trotzdem blöd, hoffe, das wird irgendwann gefixt. So, weiter geht's mit der Grafikkarte. Das ist in dem Fall schon wieder eine von Zotac. Das liegt nicht daran, dass ich Zotac unglaublich gut finde oder so, sondern einfach, dass Zotac zu denen gehört, die die günstigeren, momentan tatsächlich verfügbaren Grafikkarten haben. Und günstiger natürlich in Anführungszeichen, aber ne, wenn alle Karten sowieso schon das Doppelte vom Preis kosten, dann will ich nicht zwingend nochmal 100 Euro extra drauf zahlen für irgendein anderes Modell. Zudem ist auch nicht sehr viele 3060 Ti's hier im Spiel gibt. Deswegen ist es letztendlich hier die Wahl bei der Zotac-Karte gelandet, die auch ziemlich solide ist, prinzipiell auch ganz schick aussieht. Ne? Sie ist nicht full-size, also nicht oversize, wenn man so will. Das ist auch prinzipiell gar nicht notwendig für eine 3060 Ti. Insofern bin ich froh, dass die ein bisschen kompakt gehalten ist. So, weitermachen wir an der Stelle mit dem CPU-Kühler und da sind wir tatsächlich auch wieder bei Be Quiet, ganz einfach aus dem Grund, dass ich den CPU-Kühler, den wir hier drauf tun, durchaus zutrauen will, dass er das Teil hier auch gut kühlen kann und dass man den prinzipiell auch noch zu etwas Größerem, wie zum Beispiel einem 5800X mitnehmen könnte, wenn man upgradet. Nicht, dass ich da jetzt, was weiß ich, ein 5950X drunter tun würde. Und ich würde auch nicht meinen 5800X jetzt anfangen wollen zu übertakten, weil das hält er auch nicht aus. Aber ne, mit der CPU ist er sehr solide und wenn man halt noch ein kleineres Upgrade macht, ist er immer noch gut genug, dass man jetzt sich nicht Sorgen machen muss oder so. Das war halt mein Ziel hierbei, gerade wenn wir halt hier eher so ein gute Mittelklasse-System bauen, dass wir da halt auf jeden Fall auch Upgrade-Möglichkeiten mit bedacht haben. Deswegen das Teil. So, machen wir aber hier mal an der Stelle zu, denn fertig sind wir ja soweit eigentlich. Das heißt, jetzt kommt nur noch das Betriebssystem drauf und dann wollen wir doch mal testen, was wir hier so rausholen können. Wie gesagt, das hier ist ein System, damit würde ich prinzipiell in dem Fall eher Full HD anpeilen. Gerade auch für Spiele, die nicht so unglaublich optimal optimiert sind. Eher Full HD bis 1440p auf höheren Settings plus halt ne, auch mit höheren Framerates. Klar, wenn man einem jetzt 60 Frames reichen und man jetzt nicht gerade immer die neuesten AAA-Titel, wie in dem Fall in Dying Light, spielt, dann kann man da bestimmt auch bei dem einen oder anderen Titel ohne Problem noch 4K rausquetschen. Aber das würde ich jetzt nicht, was weiß ich, wenn man das neue Call of Duty oder sowas spielt, erwarten, wenn man dann halt noch seine 120 FPS oder sowas rausholen will, damit man sehr solide auch gut spielen kann. Da muss man da halt vielleicht ein bisschen überdenken, was man genau will. So, trotzdem wollen wir natürlich mal schauen, was wir hier so rausholen können aus dem Rechner. Und da wollen wir doch gleich erstmal mit der CPU anfangen. Wir wollen nur gerade mal schauen, wie es so mit den Temperaturen bei Idle aussieht. Oh, okay. Sehr schön, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Da sollten wir ein bisschen Spielraum haben. So, RAM wird trotzdem übertaktet, nicht, dass wir es zwingend notwendig hätten oder dass es garantiert wäre, wenn man das in Real Life machen würde. Aber im Spiel geht's halt. So, ich probiere mal 4,75 GHz. Keine Ahnung, ob wir das packen, aber wäre auf jeden Fall ganz schick. Ja, ich glaube, das packen wir nicht. Wenn ich das schon sehe, eher nicht. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Gehen wir wieder runter auf 4,7. Das ist dann vielleicht doch eher ein realistisches Spiel. So. Kann zwar immer noch ein bisschen hoch angesetzt sein, aber das sehen wir dann ja gleich.
Bin übrigens jetzt schon gespannt, wie es mit dem Netzteil gleich aussehen wird. Wir lassen auf jeden Fall gleich auch einen Netzteil-Stress-Test da laufen. Kann sein, dass er damit wieder Probleme macht. In Real Life wäre es aber eigentlich nicht ein Problem. Da kommt man eigentlich noch ziemlich gut klar. So, CPU-Temperaturen sind erstmal okay. Vielleicht können wir da sogar gleich noch mehr machen. Aber jetzt ist erstmal die Grafikkarte tatsächlich dran. Okay, das war zu viel. Da habe ich ein bisschen großen Schritt gemacht. So. Sagen wir hier mal 2000 MHz erstmal. Ja, das gefällt mir. Dann schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen mehr machen. Ja, ne? Viel ist dann nicht mehr machbar. Gut, das wird mir erstmal reichen. Dann probieren wir noch ein einziges Mal CPU-Takt zu erhöhen. Dann müssen wir vielleicht tatsächlich jetzt nochmal bei der GPU runter. Aber vielleicht halten wir das ja bei der CPU. So, sagen wir einfach hier mal, wir gehen auf 2000 runter. Nur mal, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich keinen GPU Bluescreen will. Hoffentlich kriegen wir auch keinen. Oh ja, läuft tatsächlich sogar von der CPU. Sehr schön. So, da gehe ich jetzt mal Megahertz für Megahertz vor, weil es kann sein, dass er die 20 diesmal nicht schafft mehr. Na, sage ich ja. Aber die 19 schafft halt noch, deswegen wollte ich jetzt nicht, ne, auf 15 runter. Trotzdem wollen wir, bevor wir in 3D-Mark gehen, jetzt erstmal einen kleinen Netzteil-Stress-Test machen. Sonst müssen wir nämlich unnötig lang 3D-Mark uns anschauen und dann Bluescreen haben, das wäre schade. Ich predikte einfach mal, dass das Spiel sagt, nö, passt nicht, 550 Watt. Aber das sehen wir dann ja gleich. Wie gesagt, in Real Life kommt er damit ohne Probleme weg. Wenn er unbedingt wollt, könnt ihr natürlich auch nochmal um 100 Watt upgraden. Das kostet in 99% der Fälle nicht großartig viel mehr. So, jetzt kommen wir so langsam in das Territorium, das etwas... Ah, na, ne. Okay. Da ist er okay mit. Hätte ich nicht gedacht. Aber da ist er mit 500 Watt dabei. Und das hört sich für mich auch schon ein bisschen realistischer an. Ne, das ist ein Wert. Ich glaube, ich würde tendenziell sagen, dass man da beim tatsächlichen Stromverbrauch sogar noch ein bisschen niedriger ist. Aber ne, mit den 500 Watt ist er auf jeden Fall schon mal näher, würde ich sagen, als mit den 700 bei dem anderen Rechner zu Halo mit dem 650 Watt Netzteil, wo man meiner Meinung nach auch immer noch ohne Probleme mit klarkommt, selbst wenn man übertaktet. Aber ne, das Spiel ist da halt manchmal nicht so genau. Muss man mit leben. Also ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was wir bei der CPU mitgenommen haben, so an Performance. Können wir gleich nochmal schauen, nachdem wir mit dem Test durch sind. Aber hier im ersten GPU-Test nehmen wir um die 80 Frames mit, ein klein wenig weniger. Dann sollten wir auf jeden Fall auch noch über 60 sein im zweiten Test. Klar, das ist jetzt nicht mehr die Welt, weil es halt nur ein Benchmark ist, aber Dying Light ist damit auf jeden Fall auch drin. Auf 1080 hohen bis sehr hohen Settings oder halt 1440 auf mittleren bis hohen Settings. Kommt halt auch drauf an, was für eine FPS-Zahl man bei so einem Spiel haben will. Gibt ja Leute, die wollen alles auf 120 oder mehr Frames zocken, aber gerade bei so einem Spiel, weil es jetzt nicht ein Competitive Shooter ist, würden mir persönlich zum Beispiel auch 60 oder knapp mehr als das reichen. Meistens. So, auf jeden Fall haben wir scheinbar knappe 30 Frames im CPU-Test rausgeholt, das ist auch ganz solide. Im Gesamtergebnis ist 11.249. Das ist jetzt nicht unglaublich hoch, aber ich finde für einen Rechner, den man in einer GPU-Krise oder Chip-Krise insgesamt für 1500 Euro tatsächlich so kaufen kann, ist das eigentlich ziemlich solide. Ne, dass wir da auch noch eine 3060 Ti reingequetscht gekriegt haben, ist ziemlich gut, finde ich. Wir haben auch jetzt nicht bei der CPU
auf etwas Altes setzen müssen. Wir haben immer noch genug RAM drin, der auch schick aussieht, der auch schnell ist. Gleiche gilt für die SSD. Wir haben nicht auf eine billige Kingston A2000 oder sowas setzen müssen, wie es wahrscheinlich die meisten PC-Shops machen, sondern wir haben hier eine sehr, sehr schnelle SSD drin. Jetzt nicht, was weiß ich, Samsung 89 Plus Niveau, aber halt etwas Realistisches, gerade für einen nicht unglaublich teuren Rechner. Deswegen finde ich, kann man damit auf jeden Fall ganz gut leben und der PC bietet auch auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum, für nach oben noch nachher ein bisschen zu upgraden. Also alles Paletti an der Stelle. Lasst mir natürlich gerne euer Feedback hier zu diesem Rechner da in den Kommentaren. Dort könnt ihr mir natürlich auch gerne Vorschläge für weitere Rechner dalassen. Sonst freue ich mich natürlich auch weiterhin immer über ein Like, wenn euch dieser Part gefallen hat, über ein Abo, wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal zurück bei PC Building Simulator oder einem anderen Let's Play.